Jo Leute und somit herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal Hendry Schuster. Heute öffnen wir das Startup Pack der neuen Panini Ultranix L2024 Karten zur Premier League. Ja, das Startup Pack ist nun dran, nachdem ich die 70 Packbox ausgepackt habe. Und in diesem Startup Pack bekommen wir einiges Neues und auch Cooles, was wir noch nicht gesehen haben. Wie eine schöne Limited Edition, ein von zwei verschiedenen Golden Baller und eine Online Coin Card. Und außerdem drei Päckchen, ein 20-seitiges Sammlermagazin, ein Spielfeld, wo wieder zwei Spieler drauf spielen können und die Sammelmappe. Auf jeden Fall hier vorne auf der Mappe oder besser gesagt auf der Verpackung drauf Guimarães, Watkins, Saka, Grealish und Garnacho. Und wenn wir einmal auf die Rückseite gucken, sehen wir hier auch nochmal weitere Spieler drauf mit unter anderem Bentancur, Gehi oder Ederson und dann nochmal alles hier sozusagen schön aufgelistet, was wir in diesem Set bekommen oder besser gesagt in diesem Startup Pack. Ich würde sagen, wir verlieren da nicht viel Zeit. Das Ganze kostet 9,99 €, wenn man es im deutschen Panini Online-Shop bestellt und auch bei weiteren Zweithändlern. Und ist auf jeden Fall auch noch zum Aufnahmezeitpunkt erhältlich und wird, denke ich, auch noch länger erhältlich sein. Das ist sogar hier die englische Version, also es gibt keine exklusive deutsche Version. Das finde ich auf jeden Fall auch cool, weil ja, deutsche Versionen von englischen Serien finde ich immer so ein bisschen lame. Ich finde, man sollte schon das Original sammeln. Und dann haben wir hier die Sammelmappe, die wieder mal eingepackt oder besser gesagt vorbestückt ist. Einmal mit dem Cover, mit den Spielern, die wir vorne auf der Verpackung schon gesehen haben. Oder, das ist ja bei der Serie so, man kann es ja drehen. Und hier haben wir dann Van Dijk, Palinha, Eze, Paqueta und Kilmer noch drauf. Und dann haben wir auch hier wieder leider die richtig blöden Kleber mit den Nummern drauf. Und man soll das, wie ihr hier schon seht, doppelseitig einsortieren, also so wie es normal ist. Bei dem englischen Binder, das ist also doch ein Unterschied, ist es so, dass hier Karten Nummer 1 bis 9 auf der Seite kommen, auf der dann 10 bis 18, also sagen wir mal einseitiges einsortieren und hier anscheinend ein zweiseitiges einsortieren. Und wenn man alle Karten hier einsortieren möchte, kann man hier 540 Steckplätze benutzen. Und dann haben wir hier noch Werbung für die App und hier nochmal alle 20 Premier League Clubs, die dieses Jahr dabei sind. Die Mappe lege ich mal kurz weg. Ich wollte gerade sagen, Booster fehlt noch, der ist nämlich hier. Dann haben wir hier dieses Spielfeld und die Invincible Card. Das sind die 6 Spieler, die es dieses Jahr raufgeschafft haben mit Martinez, Pope, Mings, De Bruyne, Jesus und Nunez. Und dann haben wir hier noch das schöne Spielfeld. Wie gesagt, schönes Material, kann man definitiv mal benutzen. Und dann sehe ich die Boosterwagen schon raus. Aber wir wollen uns jetzt auch erstmal das Sammlermagazin angucken. Dafür zoome ich meinen klein wenig ran und ich hoffe, das Ganze ist nicht auf Deutsch übersetzt. Nein, es ist auf Englisch. Das ist cool, weil das, finde ich, hat richtig Speck. Hier sehen wir schon einige der neuen Karten, das Inhaltsverzeichnis mit den neuen Kategorien und dann erstmal hier die Spielregeln, die wir eigentlich schon aus jedem Jahr kennen. Und dann hier die neuen Kategorien von den Karten mit den Base-Karten, den Bonus-Karten bestehend aus den Logos und der Trophy. Dann die Top-Keeper-Karten, Aerial Ace-Karten, die dieses Jahr neu sind. Dann Precision-Karten, Powerhouse, Colossus und Playmaker-Karten. Besonders hier die Colossus-Karten feiere ich sehr. Ein richtig schönes Set aus meiner Sicht. Dann haben wir die Fire- und Eiskarten, die seit einigen Jahren dabei sind und auch auf jeden Fall auch sehr cool sind. Dann die drei Future-Star-Karten, die auf jeden Fall in neueren Serien auch nie fehlen dürfen. Und dann ein Design, was ich auch sehr cool finde. Das Adrenalin-Rush-Design mit dem schönen Crack-Ice-Effekt im Hintergrund mit den Colossus. Für mich das schönste Design aus dem Set. Dann haben wir Next-Level-Spieler, die neu dabei sind mit den dreien. Ultrasonic-Spieler, die neu dabei sind, genau wie die World-Class. Und Game-Changer, also ihr merkt schon, viele neue Kategorien dabei. Dort hat sich Panini auf jeden Fall sehr viele Gedanken gemacht. Dann haben wir noch die letzte Kategorie mit den Dynamo-Karten und den Hotshot-Karten und dann die Best-Rated-Karten. Einmal mit dem Total-Rating, dann das AXL-Value, Control-Wert, Defense- und Attack-Wert. Und dann haben wir hier die 8 Golden Baller plus den Invincible abgebildet mit Saka, Watkins, Eze, Gakpo, Haaland, Rashford, Isak und Bentancur und die Invincible. Und heute in dem Starter-Pack, das ist besonders, können wir Rashford oder Gakpo als Golden Baller ziehen. Rashford, wer mein Video mit den 70 Boostern geguckt hat, wird wissen, ich habe ihn schon gezogen. Somit hoffe ich sehr auf Gakpo, aber über einen doppelten Rashford würde ich mich auch nicht beschweren. Hauptsache, wir ziehen unseren Golden Baller. Dann haben wir hier nochmal eine Übersicht, welche Special-Karten bei welchem Club dabei sind. Und einmal noch das Online-Spiel. Und dann haben wir die Limited Edition-Liste. Die gehe ich mit euch jetzt auch einmal durch. Und dort seht ihr, die erste Spalte ist, dass es die Karte sozusagen im normalen Design gibt, die zweite mit dem aufgedruckten Autogramm und die dritte mit dem echten Autogramm. Und ich gehe das Ganze einfach mal hier so durch. Und dann gibt es hier noch Legends, Limited Editions
Und ja, auch die gibt es alle mit aufgedruckt im echten Autogramm. Hier sehen wir schon einige richtig coole Karten. Und dann hier haben wir noch die exklusiven Exzellenzkarten, so dickeren Karten. Und dort kann man die meisten eigentlich aus den Minitins ziehen. Ihr seht, einen in jeder fünften Minitin drin. Und dann hier schon für die Plus-Serie, also die Extra-Serie Werbung, dass es dann auch bald dort im Januar, Februar wieder eine Serie geben wird. Dann blättern wir einmal um, haben die Checklist. Auch die gehe ich einmal, auch wenn sie mittlerweile nicht bekannt sein sollte, durch. Und ja, könnt ihr gerne bei eurem Verein, falls ihr Premier League supportet und schaut, anhalten. Und dann haben wir hier noch die letzten Base-Teams. Und dann hier den Special-Karten-Block mit Topkeeper, Aerial Ace, Precision, Powerhouse, dann Colossus, Fire, Ice und den Playmakern. Und hier Future Star, Adrenaline Rush, Next Gen, Ultrasonic, World Class und dann hier noch Game Changer, Dynamo, Hotshots und die Trophy. Also 468 Karten gibt's. Und das war's von diesem Game Guide oder Sammlermagazin. Hinten nochmal schöne Karten und die Logos drauf. Dann wollen wir mal uns die Karten richtig angucken. Zoomen hier ein wenig ran und haben dann hier unsere drei normalen Päckchen. Dann haben wir hier unsere Limited Edition drin und hier unseren Golden Baller. Und hier diese Online Coin Card, die könnt ihr gerne haben. Benutze ich nicht, die 650 Coins schenke ich euch. Wie gesagt, einen von zwei Golden Ballern. Und ich glaube, hier kann man jede beliebige limitierte Karte, die wir in der Serie ziehen können, ziehen. Also auch die Autogramm- und aufgedruckten Limited Editions. Zwei Booster Designs gibt es. Hoffentlich haben wir beide dabei. Jo, beide Booster Designs sind dabei. Da sind sie. Und ich glaube, das sind hier auch schon echte Packs mit Barcode. So sieht's aus. Also können wir auch hier limitierte Karten und vor allem auch Golden Baller ziehen. Gut, die Odds habe ich euch nicht gezeigt. Könnt ihr aber gerne mal pausieren. Und dann mal gucken, was wir aus unserem Päckchen hier so Schönes ziehen können. Erstmal den Code und dann Playmaker von Jorginho, Fire von Richarlison und die Base von Mudryk, Welbeck, Perisic und KDB Kevin De Bruyne. Dann zweites Päckchen. Also auf jeden Fall der Starterpack schon üppig bestückt für den Preis, kann man auf jeden Fall nicht meckern. Dort haben wir auch zwei Powerkarten mit dem Playmaker Sterling und dem Topkeeper von Pickford und die Base von Enzo Fernandes, Ethan Pinnock, Marcus Tavernier und Esri Konsa. Und dann noch drei weitere Päckchen, davon eins mit unserer Limited Edition, einmal mit dem Golden Baller und ein normales, auch hier mit dem Code. Und dann haben wir hier World Class Wang Hee-chan und Next Level von Foden, also eine relativ seltene Powerkarte. Und dann Ahmedinho Cic, Mohamed Salah, Joel Feldmann und Benoit Badiashile als unsere Basekarten noch. Also, das waren die drei normalen Booster. Das ist ja erstmal nichts wirklich Besonderes, um ehrlich zu sein. Aber ich würde sagen, wir gucken mal uns das Golden Baller Päckchen an. So ein schönes Design, das ist sowieso mal eins der schönsten Päckchen-Design in der Serie. Und dann gucken wir mal, wie rum ist da? Okay, so rum. Das heißt, von hinten kann man ja nicht mehr durch den Verein gespoilert werden. Und wie gesagt, eigentlich sollten wir dann hier Rashford oder Gakpo ziehen können. Zumindest war es bei dem englischen Starter-Pack der Version so. Und ich drehe es um und wir haben Marcus Rashford gezogen. Leider, wie gesagt, schon in meinem Besitz. Aber wenn jemand Gakpo zweimal gezogen hat, kann er sich gerne melden oder einen anderen Golden Baller. Und dann gucken wir uns noch unsere Limited Edition an. Ich hoffe, die ist auch mal so rum. Hier dann auch nochmal der Tease. Will you find a real autograph? Und wir haben die Legends. Wir haben die Legends Autogrammkarte. Oder nicht Autogrammkarte, aber Legends Limited Edition Card. Und es ist Jamie Carragher für Liverpool. Und die sehen natürlich ganz anders aus als die normalen Linies, die wir schon im normalen Unboxing gesehen haben. Hier hinten steht dann nochmal eine Story zum Club drauf und zu seiner Karriere. Mit den Jahren, mit den Erfahrungen, also den Spielen sozusagen, den Toren, Assists und den Clean Sheets, also die Spiele zu Null, bei ihm als Verteidiger. Und welche Version haben wir gezogen? Die ganz normale Jamie Carragher Legends Version von Liverpool. Richtig schöne Karte und auch mit dem Design mit zwei Bildern eingearbeitet. Auf jeden Fall eine schöne Sache. Also das war unser Starter Pack Unboxing der Panini Art Trending XL Premier League Karten 2024 mit Golden Baller Rashford, Legends Limi von Carragher, drei Boostern im Sammlermagazin, dem Code und natürlich die Sammelmappe, die auch dabei ist. Wenn es euch gefallen hat, lasst auch gerne einen Daumen nach oben da. Checkt hier noch die Playlist aus, genau wie hier. Ihr könnt kostenlos abonnieren und hier noch ein empfohlenes Video auschecken. Bis zum nächsten Mal und Tschüssikowski.